Servus aus Tirol. Mein Name ist Robert Höck und ich darf mich über 100 Folgen von Alte Nutztierrassen freuen. In diesen 100 Folgen hat sich herausgestellt, dass es auf YouTube besonders viele Hühnerfans gibt. Ihr habt euch immer über meine Hühnerfolgen ganz besonders gefreut. Als Dankeschön gibt es darum jetzt bei Alte Nutztierrassen gleich 3 Hühnerfolgen hintereinander. Ich starte heute mit den ostfriesischen Möwen. Welches die nächsten beiden Rassen sind, das könnt ihr entscheiden. Am Ende dieser Folge zeige ich euch 6 alte Hühnerrassen und ihr könnt 2 davon auswählen. Ich bin gespannt, welche Wahl ihr trefft und sage schon mal Dankeschön für eure Kommentare und macht's gut. Die ostfriesische Möwe ist eine alte Landrasse, anhand derer man sich leicht davon überzeugen lassen kann, dass Wirtschaftlichkeit und Schönheit bei Hühnern keine Gegensätze sind. Schön ist die Rasse ganz klar schon auf den ersten Blick. Auch Betrachter, die nicht viel mit Hühnern zu tun haben, kommen leicht ins Schwärmen, wenn sie zum ersten Mal Möwen sehen. Die kontrastreiche schwarz-weiße Flockenzeichnung macht diese Rasse zu einer Zierde für jeden Hühnerhof. Die gute Legeleistung ist zwar weniger offensichtlich, war aber in früheren Zeiten umso wichtiger, als es noch keine modernen Hochleistungs-Hybridhühner gab. Schon um 1820 herum waren die Vorläufer des Möwenhuhnes im deutsch-niederländischen Grenzgebiet als hervorragende Legehennen bekannt. Ostfriesische Möwen gehören zu einer Gruppe von Landhühnern, die man im Allgemeinen als Sprenkelhühner bezeichnet. Weitere bekannte Sprenkelrassen sind zum Beispiel die Brakelhühner aus Belgien. Sie haben einen höheren Schwarzanteil in der Gefiederzeichnung. Recht bekannt sind außerdem noch die Friesenhühner und die westfälischen Dodleger. Die Sprenkelhühnerrassen sind alle sehr schön. Nun aber wieder zurück zu den ostfriesischen Möwen. Marco Goimann erklärt uns nun, wie die ostfriesischen Möwen zu ihren Namen kamen. Also es gibt 2 Theorien, warum die ostfriesische Möwe ostfriesische Möwe heißt. Zum einen haben die Küken das gleiche Daunengefieder wie das Daunengefieder von Lachmöwenküken. Also sie sehen sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Die andere Theorie besagt, dass wenn die Hühner früher von den Höfen hinaus ins Feld liefen, denn die Hühner genossen ja früher überall Freilauf, dann sah das von Weitem schon aus, als wenn da auch Möwen übers Feld laufen. Denn die ostfriesische Möwe hat ja die Vorderseite relativ hell und die Hinterseite relativ dunkel. Und auf die Ferne sah das dann wirklich aus, als wenn da Möwen laufen. Beide Theorien für die Namensherkunft der ostfriesischen Möwen klingen plausibel. Und vielleicht hat ja auch beides bei der Namensgebung eine Rolle gespielt. Wie eine Möwe sehen von der Ferne allerdings nur die Hennen aus. Der Hahn ist bei der Rasse nämlich deutlich anders gefärbt. Marco, jetzt hast du hier ja so einen richtig prächtigen Möwenhahn und der sieht schon anders aus. Also ich sehe jetzt da gar nichts von dieser Sprenkel- bzw. Flockenzeichnung. Ja genau, bei den ostfriesischen Möwen ist das so, dass die Geschlechter unterschiedlich aussehen. Das ist auch die einzige Rasse, die diese Sprengel- und Flockenzeichnung haben, wo Hahn und Henne unterschiedlich gezeichnet sind. Es gibt ja noch die anderen Sprengelvarianten bei den Brakeln und westfälischen Totlegern und Friesenhühnern. Da sind die Hähne auch so schön gezeichnet wie die Hennen. Bei den ostfriesischen Möwen ist das eben so, dass der Hahn nur eine verdeckte Zeichnung im Nacken zeigt und ein bisschen hier an der Seite. Und da muss man darauf achten in der Zucht, dass diese Zeichnungen auch gut ausgeprägt sind, weil das dann der beste Vererber ist für die Flockenzeichnung bei den Hennen. Marco züchtet ostfriesische Möwen schon seit vielen Jahren und hat sich in dieser Zeit ein großes Fachwissen über die Rasse angeeignet. Bei ihm habe ich einen Großteil dieser Folge drehen können. Einen weiteren schönen Zuchtbestand ostfriesischer Möwen konnte ich auf dem Selbstversorgerbauernhof von Michael Runau filmen. Musik
Bei den jetzt zu sehenden Exemplaren handelt es sich um die Nachzuchten aus dem Jahr 2016. Michael hält alle seine Tiere auf großzügigen Grünflächen, sodass sie ganz das Hühnerleben genießen können. Die heranwachsenden Tiere bleiben so nicht nur gesund und werden sehr robust, sondern können auch das arttypische Hühnerverhalten einstudieren. Die Junghähne üben sich zum Beispiel schon im Hahnenkampf. Bald wird es Zeit sein, sie zu trennen. Der Charakter der ostfriesischen Möwen wird in Büchern oft als lebhaft und selbstständig beschrieben. Das kann ich aus meinen eigenen Beobachtungen durchaus bestätigen, möchte aber hinzufügen, dass es Unterschiede in den einzelnen Beständen und Zuchtlinien gibt. Neben recht temperamentvollen Schlägen im Typ des mittelschweren Landhuhnes forcieren manche Züchter auch ruhigere Typen, die etwas größer und schwerer sind. Die großen Unterschiede lassen sich darauf zurückführen, dass ostfriesische Möwen schon seit mehr als 100 Jahren auch außerhalb Frieslands eine geschätzte Rasse sind. Zu den deutschen Bundesländern, in denen traditionell Möwen gezüchtet werden, gehören beispielsweise Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Je größer das Zuchtgebiet einer Rasse ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu lokalen Variationen kommt. Obwohl die ostfriesischen Möwen schon immer als legebetonte Rasse gezüchtet wurden, gelten sie eigentlich als Zweinutzungsrasse, denn auch die Schlachtausbeute ist gar nicht so gering. Hähne erreichen im Schnitt ein Gewicht von bis zu 3 Kilogramm, Hennen ein Gewicht von 2,5 Kilogramm. Mit ihren zahlreichen guten Eigenschaften sind die ostfriesischen Möwen auch für Selbstversorgerbauernhöfe sehr interessant. Neben den ostfriesischen Möwen leben auf dem Hof von Michael Runau auch die sogenannten Mechelner. Mechelner gehören zu den 6 Hühnerrassen, zwischen denen ihr jetzt auswählen könnt für die nächsten Folgen von Alte Nutztierrassen. Wenn ihr euch für die Mechelner entscheidet, dann bekommt ihr ein Porträt von einem belgischen Landhuhn, das auf gute Mastleistung selektiert wurde. Typisch für Mechelner ist die gesperberte Gefiederfarbe, welche sehr attraktiv wirkt. Die nächste Rasse, die zur Auswahl steht, ist das Lakenfelder Huhn. Lakenfelder wirken schon von der Ferne betrachtet sehr auffällig, denn sie sind schwarz-weiß-schwarz. Daneben ist aber auch ihre Legeleistung nicht außer Acht zu lassen. Die dritte Rasse gibt ungewöhnliche Geräusche von sich. Das besonders langgezogene Gackern und Krähen der Bergischen Kräher hat nicht nur für den Namen gesorgt, sondern auch dazu geführt, dass man sich mit diesen Hühnern nicht unbedingt immer Freunde in der Nachbarschaft macht. Nichtsdestotrotz ein gutes Thema für eine Folge von Alte Nutztierrassen. Als vierte Rasse stelle ich euch einen Farbschlag der Leghorns zur Auswahl. Die Exchequer, manchmal auch französisch als Echequars bezeichnet, haben eine schwarz-weiße Gefiederfärbung, die bei jedem Tier individuell ausfällt. Die Exchequer Leghorns sind wie alle Leghorns sehr gute Legehennen und zudem freundlich im Wesen. Die Nummer 5 meiner 6 Hühnerrassen ragt kaum aus dem hohen Gras hervor. Das liegt daran, dass diese Hühner ungewöhnlich kurze Beine haben. Die Rede ist von den sogenannten Krüpern, die auch als Dachshühner bekannt sind. Hühner im Typ der Krüper kennt man schon seit vielen Jahrhunderten. Sie waren immer wieder mal recht beliebt, weil sie nicht so weit von den Höfen abhauen. Ja, und die 6. Rasse, die zur Auswahl steht, sind dann die schon vorher erwähnten westfälischen Totleger. Sie gehören wie die ostfriesischen Möwen zu den Sprenkelhühnern, haben aber einen Rosenkamm und unterscheiden sich auch sonst durch einige Merkmale. Ich bin gespannt, wen ihr auswählt und freue mich schon auf eure Kommentare, in denen ihr mir eure Entscheidung posten könnt.